Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute in Rüsselsheim bei Opel und ich darf heute den Opel Mokka E fahren. Wir haben euch den ja schon im Studio vorgestellt, damals durften wir ihn leider nicht bewegen und heute ist es endlich soweit. Und falls euch heute alles dazu interessiert, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch unseren Kanal, würde mich tierisch freuen. Und dann gehen wir jetzt erstmal los und schauen uns die Optik hier in freier Wildbahn an, oder? Kommt mit! Ja, und jetzt schauen wir uns, wie versprochen, den Opel Mokka E mal optisch an. Und erstmal, es gibt den als Verbrenner oder eben als Elektroauto. Und ich habe mir heute das Elektroauto geschnappt, weil ich den am interessantesten finde, ehrlicherweise. Und wir haben mit den Designern vorhin gesprochen hier bei Opel. Und die haben uns erzählt, besonders an diesem Auto war, dass wir das vom weißen Papier aus starten durften. Das heißt, die haben sich wirklich da freie Laufbahn lassen dürfen, wie sie das designen. Und ich finde, genauso ist es nämlich geworden, weil er ist verdammt modern geworden und richtig schick. Was besonders ist, ist, dass wir hier den Kühlergrill nach unten gerückt haben und das sogenannte Visor, also das Visier, wie auch beim Motorradfahrer, ist nach oben gerückt. Und dieses Panel, was die zwei Leuchten verbindet, ja, verbirgt alle Sensoren für die Assistenzsysteme, was ich wirklich sehr schön gelöst finde. In der Mitte dann haben wir in Chrom das Opel-Logo und auch nochmal eine Umrandung in Chrom um diesen Visor. Und was super wichtig ist, ist, dass wir hier serienmäßig LED-Leuchten haben und optional gibt es auch die Matrix-LED-Leuchten, die wir jetzt hier drauf haben und die geben echt ein sehr gutes Licht. Könnt ihr euch vielleicht auch mal die Lichtsignatur hier mit mir anschauen und das ist ein wirklich super schönes Licht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet und ich finde auch, Opel hat es richtig gemacht, denn der Opel Mokka, so wie jetzt da steht, oder der Mokka E, soll eben jetzt ja Designrichtlinien führend werden für die anderen Modelle, die jetzt dann kommen. Wie gesagt, der Kühlergrill ist nach unten gerückt und wir haben jetzt hier eine Lippe, die sehr sportlich hervorgeht, auch nochmal mit Chromelementen. Und was super spannend ist, ist, dass wir jetzt hier 6 verschiedene Lackvarianten haben. Wir können uns die Motorhaube ja in verschiedenen Kontrastfarben auswählen und konfigurieren und wir können das auch mit dem Dach machen. Das heißt, ich kann mir ein rotes Dach, ich kann mir ein weißes Dach oder ich kann mir auch ein schwarzes Dach konfigurieren. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen weiter ins Profil geht, können wir uns das mal genauer anschauen und ich erzähle euch mal ein bisschen was zu den Maßen. Und zwar ist der 4,15 Meter lang, 1,79 Meter breit und 1,53 Meter hoch. So, 1,53 Meter ist für so ein SUV ziemlich flach, ehrlicherweise. Der ist jetzt auch 12 cm flacher als der Vorgänger und 13 cm kürzer. Was sehr spannend ist. Dann haben wir hier nochmal eine Chromumrandung um ja, die Fenster, die sehr schön ist. Bei der GS-Line beispielsweise habt ihr die dann in Rot. Und wir haben hier nochmal das kleine E stehen in der B-Säule dann nochmal. Und was spannend ist, wir haben jetzt hier von 16 bis 18 Zoll die Auswahl. Jetzt hier in unserer Ausstattungsvariante haben wir die 18 Zoll drin. Und was ich cool finde, ist, dass man sich da auch noch so Felgenclips drauf machen kann in verschiedenen Farben. Also Opel war wichtig, dass man hier sehr viel konfigurieren kann und auch personalisieren kann. Was auch interessant ist, ist, dass der Akku, den wir hier drin haben, der fest 50 Kilowattstunden, liegt hier im Unterboden zwischen beiden Achsen, muss man wissen. Und hier kann man dann unseren Mokka E laden. Und das mache ich euch jetzt mal auf. Da muss man ein bisschen fester drücken. Jetzt habe ich es. Und das kann man mit bis zu 100 Kilowattstunden machen. Dann ist er in 30 Minuten auf 80% voll. In 9 Minuten könnt ihr damit schon 100 Kilometer an der Schnellladesäule fahren. Falls ihr aber sagt, ihr wollt es an der Haushaltssteckdose laden, braucht ihr 22 Stunden oder an der Wallbox mit 11 kW 4,5 Stunden. Was auch spannend ist, ist, dass wir hier einen ziemlich prägnanten Spoiler oben nochmal haben, so einen Dachkantenspoiler. Und auch die Rückleuchte hier ist wirklich schick und sehr gelungen, gefällt mir wirklich gut. Und wir haben ja hier verschiedene Ausstattungsvarianten, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Die beginnt mit Edition, das ist die Basisvariante, dann haben wir Elegance, dann haben wir die GS-Line, das ist die sportlichste Linie. Und hier haben wir eben Ultimate, also das ist die komfortabelste und auch höchste Ausstattungsvariante. Hier nochmal das Opel-Logo in der Mitte, sehr dezent und unten steht nochmal Mokka in der Mitte mit sehr breiten Lettern. E auch nochmal eben für das Elektroauto. Und hier haben wir dann auch wieder ganz viel Plastik, genauso auch wie in
Profil und in der Seite, was eben sehr gut ist, vor allem wenn man in der Stadt unterwegs ist. Jetzt schauen wir uns mal noch den Kofferraum an, das ist ganz spannend. Der hat jetzt 310 bis 1060 Liter Volumen. Ich mache euch das mal hier so hoch, dass ihr den mal seht. So sieht der aus und wir haben jetzt hier auch noch einen doppelten Ladeboden, das heißt, da kann ich auch noch was verstauen. Und was super spannend ist, ist, dass wir auch die Rückbank natürlich umklappen können. Das mache ich euch mal schnell. Das funktioniert so, muss da ein bisschen mich reinbücken, aber absolut in Ordnung. So haben wir jetzt eben über 1000 Liter, was schon ganz schön gut ist, ehrlicherweise. Ich bräuchte jetzt nicht mehr in meinem Alltag. Jetzt machen wir den mal wieder zu. Und gehe noch auf die Rückbank, die möchte ich euch nämlich auch zeigen. Ich bin 1,64 Meter groß oder klein, eher klein leider. Und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da drin habe. Kommt mit. So, ihr seht, ich habe Platz. Eigentlich ganz gut. Was ich toll finde, ist, dass ich hier die Kopfstützen verschieben kann, wie ich möchte. Und die gehen auch so weit runter, dass da ein kleines Kind sehr komfortabel sitzen kann, was wichtig ist. Wir haben jetzt hier in der Ultimate-Ausstattung eine Alcantara-Leder-Kombination, die mir auch gut gefällt. Wenn man sich die Nähte hier genauer anschaut, sind die auch gut verarbeitet. Haben wir übrigens auch Isofix, falls ihr Kinder mitnehmen möchtet. Und da vorne dann noch zwei USB-Anschlüsse, um eben das Handy zu laden oder sowas. Und wenn ihr mit mir mal jetzt noch in die Tür reinschaut, ist hier relativ viel Plastik, das muss man wissen, aber es ist gut verarbeitet. Hier haben wir auch nochmal so eine anders sehr perforierte Plastikfläche und hier ein Türöffner, der relativ klein ist. Jetzt stolper ich hier raus. Und wir schauen uns noch den Motor vorne an, dafür mache ich mal die Motorklappe auf. Und hier haben wir jetzt 136 PS, 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. In 3,7 Sekunden sind wir damit auf 50, in 9 Sekunden auf 100, was echt Spaß macht, vor allem, weil wir eben hier eine sehr lineare Beschleunigung haben. Wir fahren Vmax nur 150 km/h, reicht aber absolut für ein Elektroauto. Alles andere darüber wäre einfach ineffizient. Und der verbraucht jetzt angegeben 16 Kilowattstunden. Ob es wirklich so ist, erzähle ich euch gleich im Innenraum. Was noch spannend ist, ist, dass wir hier natürlich auch noch Benzinvarianten haben und auch Dieselvarianten mit Automatik und Schaltgetriebe. Ich wollte aber heute eben das Elektroauto nehmen. Angegebene Reichweite sind 324 Kilometer bis 455 Kilometer in der Stadt. Ob das so ist, erzähle ich euch auch gleich im Innenraum. Erstmal schauen wir uns den noch genau an und dann fahren wir los. Kommt mit. Jetzt geht's weiter mit dem Innenraum. Ich muss mal meine Mütze gerade rücken. Ach, ziemlich kalt heute, aber was machen wir nicht alles für euch? Und jetzt zeige ich euch erstmal die Sitze. Und die haben jetzt genauso wie auf der Rückbank auch diesen Alcantara Ledermix. Auch gute Verarbeitung und ich finde die Farbkombination auch wirklich sehr gelungen. Seitenhalt ist in Ordnung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber so, dass es wirklich sehr bequem ist. Und vor allem ja für meinen Rücken, ich habe ja ein bisschen Rückenleiden, sehr gut ist. Dann schauen wir uns mal noch die Ablageflächen an, die wir haben. Und vielleicht schaut ihr da erstmal in die Tür. Da haben wir schon so eine kleine exemplarische Tasche reingemacht. Da passt auch eine gute Flasche rein auf jeden Fall. Wir haben ja so einen kleinen Carbon-Look, nenne ich es mal, in der Tür da oben als Zierelement, das ganz schick aussieht. Und das haben wir auch hier vorne in unserem digitalen Cockpit. Was super spannend ist, wir haben jetzt hier im Mitteltunnel sehr viel Klavierlack, da stellen wir dann die Drive Modes ein. Wenn ich draufklicke, sieht man das da vorne dann im Display. Das ist hier vorne, genau, da sieht man es dann. Das zeige ich euch dann aber nochmal bei der Fahrt. Hier stellen wir dann die Gänge ein und hier haben wir dann die Parkbremse. Und sonst ist es alles sehr reduziert, sonst haben wir nicht sehr viel. Zwei kleine Cupholder und hier auch noch die Möglichkeit, was Kleines zu verstauen. Da passt jetzt gerade mal mit Mühe und Not ja eine Dose rein, aber sonst auch nicht viel. Und jetzt setzt ihr euch mal mit mir rein, genau. Mach die Tür zu, denn es ist sehr kalt und wir schauen uns mal das Lenkrad an. Und das liegt bequem in der Hand, ist ein ja, typisches Opel-Lenkrad, dreispeichig. Hier unten haben wir noch so ein schönes ja, Aluminium- oder chromfarbenes Element. In der Mitte dann Opel, hier stolz auch mit Opel nochmal draufstehen. Hier drüben haben wir dann alles für die Assistenzsysteme und hier rechts haben wir dann alles für die Sprachsteuerung. Und hier vorne seht ihr zwei Displays und da ist jetzt Opel sehr stolz drauf. Es ist nämlich das Opel-Panel, sogenannte Opel-Panel. Und wir haben jetzt hier einmal von 7 bis 12 Zoll die Größe und das Infotainment ist dann auch von 7 bis 10 Zoll. Wir haben jetzt jeweils hier die höchste Ausstattung, also einmal 12 Zoll und einmal 10 Zoll. Und das da vorne kann ich steuern über diesen Knopf hier vorne.
Und da kann ich mir dann wieder verschiedene Informationen da vorne anzeigen lassen, über die Strecke beispielsweise, und habe dann hier alles um meine Rekuperation oder eben zu sehen, ob ich gerade Power ausgebe oder rekuperiere. Und links habe ich dann alles dazu, dass ich, um zu sehen, wie hoch mein Füllzustand gerade ist. In der Mitte sehe ich dann schön präsent, wie schnell ich gerade fahre. Jetzt noch zum Infotainment-System. Da haben wir hier haptische Knöpfe, was ich sehr gut finde, und auch einen Drehregler, was ich wichtig finde. Ich mag es nämlich nicht, wenn man das nur per Touch steuert. Und da haben die Leute von Opel auch gesagt, das ist ihnen besonders wichtig, weil das eben für die Sicherheit wichtig ist. Und wenn ihr euch mit mir mal die Knöpfe hier oben anschaut, haben wir hier einmal Audio. Dann haben wir Navigation, so sieht die Navikarte aus, ist ganz gut, und das funktioniert übrigens ja auch mit Touch, wenn wir das wollen. Telefon, hier haben wir jetzt die E-Anzeigen, die zeige ich euch gleich vor allem bei der Fahrt. Das heißt, hier haben wir den Stromfluss, da sehen wir dann genau, wann Energie eben rekuperiert wird bzw. abgegeben wird. Wir haben verschiedene E-Statistiken über den Verbrauch und können auch die Ladung vorplanen. Hier haben wir dann nochmal so eine Kachelstruktur mit Apps sozusagen, die wir uns hier auch nochmal dazu konfigurieren bzw. downloaden können. Wir haben auch Apple CarPlay und Android Auto, was mir immer sehr wichtig ist. Und hier haben wir noch die Assistenzsysteme. Und jetzt haben wir hier einen Tote-Winkel-Assistent, eine Anti-Schlupfregelung, eine Initialisierung des Reifenfülldrucks und nochmal einen Check. Und hier können wir auch noch die verschiedenen Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Hier ist dann noch die Klimaanlage mit den jeweiligen Sitzheizungen. Ich mache die Jan jetzt auch mal an. Habe hier auch viele Drehregler und haptische Knöpfe, was ich gut finde. Hier auch nochmal Assistenzsysteme, Spurhalteassistent und solche Dinge. Aber jetzt würde ich sagen, erzähle ich euch nicht mehr so viel zum Innenraum, sondern wir fahren los, oder? Kommt mit. Weiter geht's jetzt, wie versprochen, mit der Fahrsequenz. Wir sind jetzt schon ein bisschen rumgefahren, um natürlich für euch den echten Verbrauch herauszufinden. Dazu erzähle ich euch hier gleich was. Jetzt machen wir unseren Mokka E erstmal an und schaut euch mal an, wie hier alles schön reinfährt. Schon ziemlich cool. Und jetzt möchte ich euch, bevor wir losfahren, noch schnell die Rückfahrkamera zeigen. Da mache ich sie rein und da seht ihr sie. Sieht ganz gut aus. Wir haben hier auch eben Linien, die uns helfen beim Rangieren und haben ja auch eine gute Übersicht um das Auto. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal los, gehen dafür auf D. Was ganz interessant ist, wenn wir die Parkbremse drin haben, können wir diese manuell lösen oder die löst sich dann automatisch, wenn wir dann etwas stärker losfahren, was ganz praktisch ist. So, jetzt sind wir natürlich hier total passend im Stadtverkehr und werden wahrscheinlich auch ein bisschen viel Start und Stopp haben, aber das ist sehr gut, weil wir können hier auch sehr viel rekuperieren. Das können wir hier auf diesen Knopf, dafür drücke ich auf B und jetzt rekuperiert unser Mokka E einfach viel stärker. Das heißt, wenn ich aufs Gas gehe, ich muss hier mal auf E klicken, dann seht ihr das auch, und wenn ich dann runtergehe vom Gas, rekuperiert ihr. Das seht ihr hier vorne auf diesem Bildschirm, das heißt, ich drücke wieder aufs Gas und wenn ich jetzt hier runtergehe, zack, rekuperiert er wieder. Und was bedeutet rekuperieren eigentlich? Ja, unser Elektromotor dient gleichzeitig auch als Generator und lädt eben unseren Akku auf, sobald wir eben dementsprechend fahren. Deswegen haben wir auch in der Stadt eine andere Reichweite als jetzt beispielsweise auf dem Land, wo wir jetzt wohnen. Angegeben ist es auf dem Land ja mit 325 Kilometer und ich schätze, dass man eher so 300 Kilometer weit kommt und in der Stadt angeblich sogar bis 455 Kilometer, was schon ziemlich gut ist. So weit sind wir jetzt natürlich nicht gekommen. Es war jetzt auch relativ schwer, das alles auszutesten über den Tag jetzt hier nur. Wir haben ihn ja nur für einen halben Tag bekommen, unseren Mokka E. Aber ich glaube, mit der entsprechenden Fahrweise schafft man es schon an die 400 Kilometer in der Stadt, was dann schon ziemlich viel Spaß macht und eben auch ziemlich gut ist. So, jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Modi an und wir haben jetzt hier einmal Eco. Und was interessant ist, ist, dass hier dann immer jeweils angezeigt wird, wie viel Reichweite wir eigentlich noch haben. Das sind jetzt 298 Kilometer. Wenn ich in den anderen Modus gehe, normal, ändert sich das gleich und zwar auf 284 Kilometer und wenn ich es nochmal ändere, sind wir dann bei 270 Kilometer Reichweite im Sportmodus. Und was super schön ist, ist, wie der hier einfach in der Kurve liegt. Schaut mal, wir fahren jetzt gerade bei nassen Straßen in eine Kurve und trotzdem liegt er einfach wie auf Schienen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass wir hier einen sehr tiefen Schwerpunkt haben. Der Akku wiegt ja knapp 300 Kilo und der liegt ja zwischen den beiden Achsen im Unterboden und gibt dem Ganzen hier ja ein sehr, sehr gutes Fahrgefühl. Was natürlich auch angenehm ist, obwohl der jetzt flacher geworden ist, sitze ich trotzdem noch hoch genug. Ich habe jetzt hier irgendwie kein unangenehmes Gefühl, dass mir der nicht zu SUV-mäßig ist oder zu Crossover-mäßig, sondern nicht zu un-Crossover-mäßig und nicht zu un-SUV-mäßig, sondern ich sitze hoch, ich habe auch eine gute Übersicht und das möchte man ja bei so einem SUV oder Crossover eigentlich haben.
Jetzt habe ich euch ja versprochen, dass ich euch auch sage, wie viel wir wirklich verbraucht haben. Und angegeben ist er ja bei etwas unter knapp 16 Kilowattstunden. Wir haben ja 18 gebraucht, sind jetzt hier viel im Stadtverkehr gefahren, aber auch auf dem Land. Also es ist ein kombinierter Verbrauch und ich finde 18 Kilowattstunden ist schon ein ziemlich guter Verbrauch. Jetzt gehe ich mal aus dem Rekuperationsmodus raus, weil ich muss euch ehrlich sagen, da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil der bremst halt aktiv und sehr arg. Zu den Beschleunigungsdaten habe ich euch ja schon erzählt, dass er jetzt in 3,7 Sekunden auf 50 beschleunigt und dann in 9 Sekunden auf 100, was schon ziemlich gut ist. Und auch viel Spaß macht und vor allem eben diese lineare Beschleunigung ist super gut. Ich bremse jetzt hier mal ein bisschen ab, es ist ja gerade keiner da. Und wir machen das jetzt mal zusammen. Wir beschleunigen jetzt mal ein bisschen. Ich bremse ganz ab, ich kann das jetzt hier. So, und jetzt beschleunigen wir durch. Und ihr seht, das rattert da vorne schon ziemlich durch und macht halt verdammt Spaß. Ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren, geht auch auf den Bauch. Aber wie gesagt, das perfekte Auto eben für die Stadt, weil ich da schnell überholen kann, beziehungsweise schnell auch in Parklücken kommen oder mich irgendwo durchfädeln kann. Und so macht es schon ziemlich Fun. Reichweite ist auch für mich in Ordnung, ehrlicherweise. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Wir fahren jetzt einfach wieder zurück und ich zauber euch ein Fazit. Kommt mit. Kommen wir zu meinem Fazit zum Opel Mokka E. Und erstmal muss ich sagen, danke Opel, dass ich ihn fahren durfte. Ich bin wahrscheinlich eine der ersten Frauen in Deutschland, die das überhaupt durften, was schon ziemlich krass ist. Und ich bin ziemlich begeistert vom Opel Mokka E. Liegt einerseits daran, weil ich finde, dass er optisch sehr gut aussieht. Man sieht, dass die Designer da ja auf einem weißen Blatt Papier angefangen haben. Und ich finde es auch super, dass ich da alles konfigurieren kann, irgendwie, was ich will. Das heißt, ich kann mir eine andersfarbige Motorhaube konfigurieren, ich kann ein andersfarbiges Dach konfigurieren. Ich habe sechs verschiedene Lackfarben, die ich mir auswählen kann, kann auch meine Felgen sehr individuell gestalten und auch die Innenräume, was ich sehr gut finde, weil ich immer sehr gerne in so Konfiguratoren rumspiele. Dann habe ich alle Assistenzsysteme, die ich brauche und wir haben hier auch optional LED-Matrixleuchten, die ich sehr gut finde. Was aber ja am unschlagbarsten ist, ist der Preis. Der beginnt nämlich bei 34.110 Euro. Und wir bekommen eine staatliche Förderung bei Elektroautos von 9.570 Euro. Und dann liegen wir bei einem Preis, der ja schon bei knapp über 24.000 Euro. Und ihr profitiert von einer Dienstwagensteuerung von 0,25%, was ziemlich gut ist. Falls euch das zu teuer sein sollte oder ihr über Leasing nachdenkt, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch zwischen Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Abonniert auch unseren Kanal, würde mich tierisch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann.